Lords and Ladies. Oh, guck mal, die haben einen schönen Fernseher. Ah, kein Empfang. Schöne Einrichtung. Oh, ein PC. Können wir Max Payne spielen? Komm. Oder uns Let's Play von Max Payne 1 angucken. Hab eine Leiche gefunden. Dünner Typ im Anzug. Nicht Cochran, der ist dick. Fett. Ja, yeah, okay. Wäsche waschen? Hast du eine Wäsche, Kollege? Hä, war der Blitz gerade im Spiegel zu sehen? Speichern. Lords and Ladies. Ah, bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wird er es schaffen, uns zu enterben? Bin drin. Seh mich mal um. Ach, scheiß Sturm, stört wieder ein Empfang. Jedes Mal so. Ich habe mich schon tausendmal beim Hausmeister beschwert hier. Max, warum wohnst du nicht in so einer Bude? Warum wohnt der in so einer übelsten Bruchbude, ja? Die haben ja so hübsche Apartments. Ja. Yep. Einmal eine Dusche nehmen. Ah, die Tür zu, ja. Die auf einer Tür duschen. Lulululululu. Ich gehe nach oben. Stimmt. Wer den bald ab? Ja. Ich guck mich schon mal unten um. Ach. Den bald ab? Ja. Ich guck mich schon mal unten um. Erschieß ihn! Achtung! Hey, Kollegen! Was? Noch einer, ey. Boah. Was? Wie sind denn hier, ey? Meine Güte. Oh, schöne Bilder. Aber die scheinen den Zeugen ja nicht zu haben. Oh. Hat er zwei Küchen in einem Haus? In einem Apartment? Ne, das war für uns das andere, ne? Aber zwei Bäder hat er. Und eine Menge Pillen. Wo ist er denn? Wen haben sie denn gesucht? Das ist sein Blut? Wir sind zu spät. Er ist Scheiße. Verschwinden Sie von dort. Wir müssen abhauen. Noch mehr Cleaner in der Lobby. Komm in Ihre Richtung. Ich war nicht bereit zu gehen. Jedenfalls nicht ohne ein einziges Beweisstück. Auf dem Foto posierte eine Gruppe Männer vor einem Anwesen. Corcoran war da, Senator Gate und Alfred Worden. Also war es die Wahrheit. Die Wetten waren gemacht. Der innere Kreis war mit von der Partie. Okay, die haben uns ja schon mal beschützt, ne? Aber warum sind die jetzt in Schwierigkeiten? Was ist hier los? Scheiße. What? Müssen wir den inneren Kreis einen Gefallen tun, nachdem sie uns das letzte Mal beschützt haben. Tut mir leid. Weiß schon. Hallo. Okay. Ach Mensch, er muss das endlich mal reparieren, ey. Scheiß Hausmeister. 1, 2, 3, 4, 5.
Und noch 5 im inneren Kreis. Waren die eventuell alle hier? Wollen Sie den Schrank aufmachen, Max? Geht nicht. Oh, schönes Schlafzimmer. Gibt es hier was Schönes? Ein bisschen Kong-Whisky hier. Oh, Entschuldigung. Eine riesen Küche. Oh. Das tut mir leid. Ich will nichts zu essen. Und der Max hat Hunger. 2 Öfen. Aber, achso, da unten. Kurz speichern. Echt jetzt? Da machen wir einen Screenshot von. Am Schluss wäre mit lustig. Falsch das lässt. Sie müssten auf den unteren Balkon springen können. Und dann? Mona, du musst uns schon ein bisschen mehr helfen. Nicht nur so kurze Infos. Gib mal. Wer ist das? Ah, Max, das müssen wir nochmal üben. Der hat sogar einen Pooltisch. Haben wir das nicht im ersten Teil schon mal gemacht? Ah. Na, komm schon. Aha. Was? Was war denn das? Munition haben wir noch genug. Geht das nicht, weil da schon eine drin ist, oder? Komm schon. Ja. Haben noch ein bisschen Munition. Ein kleines bisschen Munition haben wir schon noch. Ja, komm. Jawohl. Ach. Mensch, so mal. Aber jetzt. Kann nicht wahr sein. Ich will das. Eine noch. Ah, was soll's. So. Alles okay da oben? Alles bestens. Nein. Wir sind viel besser dran als die. Die waren bei der Überwachung, als es passierte. Überwachen machen dich fertig, total stumpf. Wenn du dann plötzlich bereit sein musst, bist du es nicht. Wir dagegen stehen total unter Adrenalin. Wir sind bereit, wir kommen damit klar. Ob das jetzt ein Irrer ist oder ein Bulle oder die Killerbraut oder was auch immer. Sie ist schlimmer als er. Was? Nein! Ist nicht schlimmer. Das ist Pain! Alter. Niemand ist schlimmer als wir. Und da jetzt davon. Eigentlich wollte ich euch bloß festnehmen. Aber das nö. Das muss nicht gefallen. Das Captain Baseball Bart, Freaking Zombie Demons from Outer Space. A boy, a girl, Cartoon Kung Fu Bart Kicking. Cool, The Adventures. Sehr nice. Hallo. Nein, wir haben den Fernseher kaputt gemacht. Nicht den Fernseher. Kommen wir doch noch. Die Klappe. Nein, der Fernseher.
Wo wirfst du das Ding hin? Direkt hier zu uns? Oder was jetzt? Noch mehr in der Lobby vor ihnen. Das ist ein cooles Bild. Nice. Ach, coole Wohnung. Was? Cool. Ein Screenshot. Wieder ein paar Pillen. Der hat eine große Küche. Hier ein Kühlschrank? Mach Brett zu. Ein Kühlschrank. Ach man. Ich kann irgendwie Lust, Wolfenstein zu spielen, wo man überall die Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Das wäre auch eine Idee für ein neues Projekt. Nein! Gutes Timing. Was? Scheiße. Nein! Boah, ich wollte nicht speichern. Verdammt. Scheiße. Nein, dass ich immer falsch drücke. Kommt er denn her? Jetzt durch eine Wohnung, dann gucken wir uns erstmal hinten um. Ist alles zu. Hier noch was? Die Fahrstühle, die kann man ja nicht benutzen. Okay. Gut gemacht. Oh, wir müssen mal Waffe wechseln. Wo wir hier gleich out of armor rumstehen. Erben. So. Painkiller. Ja, ich ignoriere das einfach. Oh, guck mal, hier hängen die teuren Teller der Oma an der Wand als Deko. Ja. Ne? Jetzt war mein Headset gerade aus. Ich war gerade schwer verwirrt hier über den Ton. Aber das solltet ihr so gar nicht mitkriegen. Wenn das mal passiert. Wie gerade eben. Haben sie wieder einen Topf hingestellt, der rausfallen soll. Mit dem Buggy. Ja, guck mal, die alten Oma-Teller hier. Brauchen die nicht mehr. Weg damit. So. Dunkel hier drin. Kann man das Licht anmachen? Nee, ne? Oh, kurz speichern nochmal. Mal auf die große Waffe wechseln. Sieht fast, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Noch mehr Cleaner rechts hinter der Tür in der Lobby. Danke. Weiter geht's mit Adresse unbekannt. Wohin ich auch ging, das Münztelefon läutete. Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und ging ran. John, du musst verschwinden. Er ist hinter dir her. Er will dich haben. Sie kommen her. John, ich liebe dich. Gib nicht auf. Ich würde sie niemals aufgeben. Wo ich auch war, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf. Sie führte mich. Ich verfolgte mein Double zu einem noblen Nachtclub, dem Pink Flamingo. Es war Happy Hour. Sie servierten Flamingo-Cocktails. Der Flamingo und mein Double gehörten irgendwie zusammen. Eine Stripperin in der Bar sah aus wie mein Mädchen. Mirrors Männer hatten mich gefunden. Ich rannte. Einflussreicher Mann in New York. Seine Männer verfolgten mich. Sie trugen weiße Uniformen. Sie sahen so sauber aus. Sie verfolgten mich in schwarzen Vans mit dem Flamingo-Logo. Ich rannte. Ich weiß gar nicht, ob die... Gleich mal reinziehen. Zum Speichern. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte von Adresse unbekannt, ob die den Fortschritt hier in Max Payne 2 widerspiegelt. Je nachdem, was aus Max Payne 1 halt erzählt wird.
Neue Folge? Nee, es war eine Vorschau. Hallo? Mir gehen die Ideen aus, Max. Ich überprüfe das Apartment, das der Cleaner bewacht hat. Ja, genau. Weil sonst nichts zu tun haben. Das hier bestimmt, oder? Hallo? Warum sollte ich mein Leben in einem Fensterputzerlift riskieren, wenn es einen Aufzug gibt? Was weiß ich, aus Spaß. Für den Thrill, wie Bungee Jumping. Max Payne! Was? Nein! Dino waren schon am Werk hier. Scheiße. Mona, ich habe einen Fensterputzerlift gesehen. Ich fahr runter. Nein! Max. Ja. Ich weiß nicht, ich wollte nur sagen. Verdammt! Scheiße, Mona! Mona? Mona! Mona! Fuck! Okay, Mona, wir sind auf dem Weg. Speichern. Ach, echt? Ups. Wo denn? Hä? Wo kommen die denn? Hä? Fallen da einfach. Okay. Laufen. Jetzt hat uns ja noch keine getroffen. Tschüssi. Jemand hatte Mona entdeckt. Nichts hatte nach Plan funktioniert. Ich musste einen anderen Weg runter in die Lobby finden. Yep. Das war der Plan, Max. Schöne Schränke. Das ist bis jetzt die geilste Wohnung. Mit dem Heimkinosystem. Mir Fernsehen gucken? Hier will ich Fernsehen gucken. Ach, geht immer noch nicht hier. Scheiß Dreck, ey. Hä? Was? Hallo. Darf man Bad benutzen? Mal pinkeln. Ah, sehr schön. Nur ein Kopf? Na, da mal kein Kopf, der Junge. Huch. Zieh noch rein? Nein. Huch. Da war die Knarre leer. Ja, aber die haben neue AK-Munition, das ist schon sehr gut. Was will der Herr mit der Kiste? Agil? Haben da 4 Granaten, da kann ich mal. Ne, muss Deko sein. Ich habe die Hoffnung, ich finde irgendwas. Aber wir finden nie was. Viele mögen uns nicht. Hallo, wo seid ihr denn? Sehe ich jetzt nicht so. Mal ein paar Pillen schmeißen. Also, wie kommen wir zum Mona? Wo denn? Da. Mal die Lobby umdekorieren hier. So. Hey, Munition. Fuck. Noch mehr Cleaner. Kaufmann. Findet ihn, kümmert euch um ihn.
Was? Wo denn? Ach, na gut, dann kann man das nochmal spielen. Was? Ich hab mich doch erschossen! Scheiße. Kaufmann, du Arschloch. Findet ihn. Ach, von hinten. Das sind ein paar Bastarde. Ja. Hat Spitze funktioniert? Jo. Ja, du bist ein bisschen spät dran, mein Freund. Die Party ist schon vorbei. So, sag mal, Kaufmann auf jeden Fall erstmal erledigt. Ein Anführer der Cleaner. Also, soweit ich das verstanden habe, zumindest. Ein bisschen Muni hier irgendwo. Der Granaten? Nee, ne? Sieht mit der Deagle-Muni aus. Bisschen. Aber die erstmal nehmen. Painkiller könnten wir bei Gelegenheit wieder gebrauchen. Ich war so naiv und dachte, wir müssen den Schwierigkeitsgrad ändern. Aber nö, nee, ist. Boah. Schon nicht ohne hier. Doch wieder auf die. Noch haben wir ja genug Munition. Brauchte sie Hilfe? Hatte sie mir etwas verschwiegen? NYPD, stehen bleiben! Ruhig, keine Bewegung! Payne, was machen Sie hier? Scheiße, Mona wurde verhaftet. Was tun Sie? Die Millionen-Dollar-Frage, auf die ich keine Antwort hatte. Beschämt und Bullenblinken. Eine binäre Entscheidung, Brolo. Was haben Sie gedacht? Haben Sie überhaupt was gedacht? Ich habe eine Spur verfolgt. Sie hat mir geholfen. Sie ist eine entflohene Mordverdächtige, verdammt nochmal. Ich habe versucht, diese Menschen vor den Cleanern zu retten. Die zwei Fälle hängen zusammen, meiner und Wintersons. Die Cleaner haben Senator Gate umgebracht. Sie hängen zusammen. Winterson kann sie beide haben. Sie unterstützt sie nicht. Ich habe nur meinen Job gemacht. Tut mir leid, Ihnen das anzutun, Payne, aber es ist zu Ihrem Besten. Geben Sie mir Ihre Waffen. Was? Ich setze Sie an einen Schreibtisch. Schreiben Sie mir einen Bericht über die Vorkommnisse in der Upper East Side. Verbrüderung mit dem Feind. Ich war zu weit gegangen. Der Augenblick vor dem Fall, wenn der Zeichentrick-Coyote bemerkt, dass er nicht schwerelos ist. Gehen Sie mal zu einem Psychologen. Sie haben es nötig. Wenn Sie bereit sind für die anonymen Alkoholiker, kommen Sie zu mir. Nehmen Sie sich ein Herz. Und schicken Sie mir jemanden, der mir bei der Sauerei hier hilft. Ich war wütend. Auf mich, auf Bravura, auf Mona. War sie das alles wert? Aber sicher, Mac. Aber sicher. Hey, Kollege. Ich beneide dich nicht. Der Boss ist stinksauer. Ah, hat keinen Sinn, da jetzt aufzuräumen. Soll sich erstmal was abkühlen. Schreib lieber diesen Bericht. Der beruhigt sich schon wieder. Degradiert sich selbst vom Deputy Chief zum Lieutenant, nur um dem Mann auf der Straße nahe zu sein. Wenn du mich fragst, liebt er uns alle mehr, als ihm gut tut. Ja, auf jeden Fall. Der anonymen Alkoholiker, hat er dir das auch geraten? Das muss man ihm lassen, hat die Flasche besiegt. Aber sowas vergisst man nicht. Ja, aber die Pillen gefunden.
Wenn ich du wäre, würde ich wenigstens so tun, als täte ich das, was man mir gesagt hat. Was machst du? So tun, als würdest du arbeiten, oder was? Ja, schön beschäftigt wirken. Hauen Sie ab, ich hab zu tun. Einige von uns haben einen Job. Was? Ach, Quatsch. Quatsch kann man blöd sein. Wo ist denn sein Büro? Hä? Muss doch. Wird doch die Pflanze auf dem Boden liegen. Aber ist cool, dass wir mal hier so eine ruhige Stelle, wo ich mich einfach ein bisschen umgucken kann. Jo, genau. Lalalala. Schön am Tippen. Wo ist das? Aha, die Case, Wladimir. Na, dem Götzler. Einer Finn, wash him up. Noch, gibt noch eine unbekannte dritte Person. Beziehungsweise Gruppe. Oh ja, und mal bitte. Der Mord an Senator Gate, die Cleaner, der innere Kreis, Vinigonity. Ich musste Winterson aufklären. Wintersons Telefon läutete. Sie war nicht an ihrem Platz. Wintersons Apparat? Hol besser Winterson. Sie ist etwas heikel mit ihren Anrufen. Ich glaube, sie ist im Vernehmungszimmer und nimmt eine Zeugenaussage auf. Okay, danke. War die nicht mal scharf auf dich, Payne? Ich habe gehört, sie hat einen neuen Freund. Es täte ihr gut, mal flachgelegt zu werden. Das entspannt. Sie hat ihren Ehemann vor einiger Zeit vor die Tür geworfen. Kümmert sich jetzt allein um ihr blindes Kind. Kein Wunder, dass sie angespannt ist. Nee, ich mach das schon. Sie redet im Vernehmungszimmer mit einem Augenzeugen. Ja. Darum kümmere ich mich gleich und um das andere dann später. Wie kann man hier überhaupt irgendetwas finden? Alter Morph? Ehrlich. Sergeant Miller? Achso, man hätte aber lesen können, was da draufsteht. Deputy Payne. Das ist der innere Kreis. Was machst du Schönes? Einmal so dazwischen tippen, weißt du? Lalalala, einfach mal reinhauen. Zugedröhnt mit wie? Blut überströmt, wie du die Teile deiner Frau und des Pizzaboten unter einem Rosenbusch im Hinterhof vergräbst. In der Wanne liegt eine blutige Kettensäge und beide scheinen in deinem Bett erschossen worden zu sein. Die Mordwaffen sind voll von deinen Fingerabdrücken. Und du sagst, du warst es nicht. Nein, Mann! Ich bin das Opfer! Jemand will mich fertig machen! Ich war zu nah an der Wahrheit, also mussten sie mich loswerden. Das klingt gut. Deine Frau und der Typ vom Pizzaservice wollten dich loswerden. Nein, nein. Ja, sie wollten mich erledigen. Ja, genau. Schweinehunde, die wollten mich umlegen, mein Geld stehlen. Das war Selbstverteidigung. Gut, was? Deine Frau und der Pizzatyp sind in dein Bett eingedrungen und du hast sie getötet. Nein, ich bin kein Mörder. Es ist ein Komplott. Hören Sie denn nicht zu? Was? Okay, ich verstehe. Deine Frau und der Pizzatyp konspirieren, um dich auffliegen zu lassen. Töten sich selbst in deinem Bett mit deiner Waffe, zerlegen sich in der Badewanne mit der Kettensäge in Stücke und locken dich in den Hinterhof, wo sie seelenruhig unter dem Rosenbusch liegen, dich voll Wie pumpen und als du dich nicht wehren kannst, spritzen sie dich voll Blut und rufen die Polizei. Habe ich was vergessen? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie waren es nicht alleine. Das Ganze ist viel größer. Praktisch jeder Lieferservice ist darin verwickelt. Oh, fuck. Und das heißt, dass die Regierung mit drin steckt. Scheiße. Und hat mir alles erzählt. Also müssen wir nur diesen Postboten finden, um alle Beweise zu kriegen. Das wird nicht gehen. Er ist tot. Was? Der Postbote ist tot. Wieso? Schätze, der Staatsanwalt würde es anerkennen, wenn du jetzt auspackst und verrätst, wo du seine Leiche vergraben hast. Schätze, es ist nicht der gleiche Rosenbusch. Sehen Sie, was ich meine? Davon rede ich ja. Sie hören nicht zu. Ist alles viel schlimmer, als Sie glauben. Was? Okay, und wie soll's jetzt weitergehen? Geben Sie mir eine Knarre und lassen Sie mich laufen. Ich kann das alles aufklären. Okay, Kumpel. Ja, klar. Die Komödie ist vorbei. Sei mal einen Moment still, damit ich das Zeug aufschreiben kann.
Was eine abgefuckte Story. Ich sage kein gottverdammtes Wort mehr ohne meinen Anwalt. Komm schon, red doch mit mir. Sorry, Payne, hab keine Zeit. Hab gerade das Verbrechen des Jahrhunderts geknackt. Schreib da einen verdammten Bericht. Ja, da meckert alles mit mir rum. Arschlöcher. Lass mal meckern hier. Ja. Viren installieren hier überall. So, zack. Hallo. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit? Wenn die Tür zu ist, dann hat das auch seinen Grund. Ah. Ich habe gerade eine Liste von Leuten, deren Ärsche ich feuere. Oh. Wollen Sie ganz oben? Nein, danke. Ich habe gerade gefragt. Ich gehe nach unten. Oh. Leute, ist noch ein Platz frei? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Gott. Oh, Jack, mein Lieblingssohn. Das habt ihr gut gemacht, euch in dieser geschmacklosen Affäre an mich zu wenden. Mama, sag mir, was ich tun soll. Ja, Mama, sag's. Um unseren Namen vor der Schande zu bewahren. Ja, gut. Diese Hexe hat meinen Valentine blind vor Liebe gemacht. Sie muss aufgehalten werden. Jack, mein Junge, unser Name, unser Blut ist rein. Kostbar, heilig, es muss um jeden Preis bewahrt werden. Jeder, der es bedroht, ist unser Todfeind. Er muss um jeden Preis aufgehalten werden. Die Ehre Yorks steht auf dem Spiel. Ja, Mama. Ja, gut, gut. Um jeden Preis, sogar Mord. Ist gerechtfertigt. Sie ist eine Kriminelle. Ja, Mama. Ich bin so stolz auf euch, Jack, mein teurer Sohn. Ihr werdet unseren Namen zu neuem Ruhm führen. Ihr seid ein echter Lord. Ja, Mama. Diese Hure. Ja, aber vertreiben. Gut. Tut, was nötig ist. Und jetzt geht zum Haus dieser Dirne. Reitet, wie der Wind kämpft, mein stolzer Sohn. Ja. Gut. Was macht er da mit seinem Kopf? Hey, wir wollten das sehen. Arschloch. Cool.